Hallo, ich bin Anna, ich bin Teil des Meteorit-Redaktionsteams. Das ist unsere Zeitschrift hier im Bistum Würzburg, in der Jugendarbeit hier im Bistum Würzburg. Und wir beschäftigen uns in der aktuellen Ausgabe des Meteorit, dieser Zeitschrift, mit dem Thema Fernsehen 2.0. Es geht also um die Frage: Schauen Jugendliche überhaupt noch Fernsehen? Und wir glauben eigentlich nein. Ich selber habe keinen Fernseher. Mich hat es ziemlich genervt, zu einer bestimmten Uhrzeit was Bestimmtes gucken zu müssen und da sein zu müssen. Und wenn ich dann mal auf dem Sofa saß und dachte, jetzt habe ich Lust auf Fernsehen schauen, kam nichts, was mich interessiert hat. Deswegen habe ich kurzerhand den Fernseher aus dem Wohnzimmer rausgeschmissen oder aus der Wohnung rausgeschmissen und gucke jetzt online Dinge, die ich schauen will. Ich gehe in die Mediathek oder auf YouTube. Und ich glaube, dass es vielen Jugendlichen, die wir hier im Meteorit auch beschreiben wollen, ganz ähnlich geht. Was lässt sich alles im aktuellen Meteorit finden? Zum einen hat ein Kollege von uns, Lambert Zumprägel, einen Grundsatzartikel geschrieben, in dem er generell allgemein über das Thema Fernsehen 2.0 berichtet und das ganze Thema beschreibt. Lambert ist Medienfachberater hier beim Bezirksjugendring Unterfranken und ist ausgewiesener Experte für dieses Feld. Dann haben wir ganz viele Studien, die das Medienverhalten von Jugendlichen reflektieren, verkürzt im Heft dargestellt. Da kann man sich ein bisschen Eindrücke und Einblicke holen. Und darüber hinaus gibt es ganz viel Handfestes. Viele Informationen zum Thema, welche YouTube-Channels gibt es, wie kann man noch Fernsehen im Internet gucken, was gibt es da alles und wie kann man mit Jugendlichen, in einer Jugendgruppe das Thema Fernsehen 2.0 bearbeiten. In diesem Heft bekommt man ganz viele Informationen zum Thema Fernsehen 2.0, aber auch darüber hinaus viele Infos, was sich so in der kirchlichen Jugendarbeit im Bistum Würzburg tut, was zum Beispiel die Verbände machen oder was die ein oder andere Regionalstelle tut. Man bekommt also ein großes Paket mit Informationen und ich freue mich, wenn ihr reinschaut, lest und vielleicht was Interessantes für euch entdeckt. Viel Spaß beim Lesen!